Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist überraschend in die Ukraine gereist. Er traf am Dienstagmorgen in der Hauptstadt Kiew ein. Dort will er unter anderem den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj treffen. Seit 8 Monaten führt Russland einen brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mir war es wichtig, gerade jetzt in dieser Phase der Luftangriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen ein Zeichen der Solidarität an die Ukrainerinnen und Ukrainer zu senden. Ich schaue, wie viele Deutsche voller Bewunderung auf die Menschen hier in der Ukraine, auf ihren Mut, auf ihre Unbeugsamkeit, die sie zeigen, nicht nur an der Front, sondern auch in den Städten, die beschossen werden und auch im ländlichen Raum. Meine Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer ist, wir stehen nicht nur an eurer Seite, sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Und meine Botschaft an uns Deutsche zu Hause: Vergessen wir nicht, was dieser Krieg für die Menschen hier in der Ukraine bedeutet, wie viel Leid, wie viel Zerstörung herrscht. Und die Menschen in der Ukraine brauchen das. Es ist Steinmeiers erster Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs. In der vergangenen Woche war ein Besuch aus Sicherheitsgründen kurzfristig verschoben worden.